Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Darts. Heute ein ganz besonderes Video, denn ich war am Wochenende auf dem Paradarts Kadertreffen der deutschen Paradarts Nationalmannschaft, das heißt Darter mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung, denn ich bin ja Botschafter gemeinsam mit Martin Schindler für die diesjährige Paradarts-WM in Schottland. Ihr werdet das Ganze gleich im Vlog-Format sehen. Ich habe den ganzen Tag begleitet. Es ist ein wirklich cooles Video draus geworden. Ich werde euch auch erklären, wie ihr mithelfen könnt, was ihr tun könnt. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Event gewesen. Es war schön, die Vielseitigkeit des Dartsports auch von der anderen Seite zu sehen. Ihr werdet auch verschiedene Spielszenen etc. sehen. Also für jeden ist ein bisschen was dabei. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Let's go. So Leute, wir sind jetzt auf dem Weg. Janni, der Autofahrer, alles gut? Immer. Spielst heute selber mit, wie ich sehe? Naja, ich habe das Ding rausgekramt. Wann hast du das letzte Mal gespielt? 1995? Ich glaube schon. In Markzeiten noch. In Markzeiten. Reichsmark oder D-Mark? So, und hinten, Leute, ganz wichtig, sitzt der Hausi. Hi, Hausi. Hi. Hausi ist ja auch bei uns im Team D-Puls. Deswegen, Leute, checkt auf jeden Fall mal seine Darts ab. Habe ich ja sogar bei der Q-School gespielt. Spielst du die noch? Ich hoffe. Ja, klar. Sehr gut. Gute Antwort. Und ja, wir gucken jetzt mal gleich, wie das da wird. Ich bin schon sehr gespannt. Wir sind natürlich alle negativ getestet, genauso wie alle anderen vor Ort. Soll ich es zeigen? Nee, ich glaube, das glauben die Leute uns schon. So Leute, ihr seht schon, wir sind jetzt angekommen und es ist richtig, richtig schön und es zeigt mal wieder, dass Dart wirklich kein Handicap kennt. Jeder spielt hier zusammen. Es ist wirklich, ich kriege ein bisschen Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Es ist so eine schöne Atmosphäre, es macht so unfassbar viel Spaß. Es ist völlig egal, was für eine körperliche Vorgeschichte man hat. Es ist völlig egal. Dart funktioniert einfach und das finde ich einfach super, super nice. Und jetzt könnt ihr mithelfen, Leute. Wir müssen das deutsche Team zur Paradarts-WM schicken. Wie machen wir das? Ich werde euch eine PayPal-Adresse in der Videobeschreibung verlinken. Das ist von der Paradart-Beauftragten. Das ist die Gabi. So. Und wenn ihr dort 20 Euro hin PayPal, dann bekommt ihr den legendären, ihr kennt es, Leute, dann bekommt ihr einen Pin, den ihr euch ans Trikot machen könnt. Das kennt man zum Beispiel von Spielern wie Peter Wright, wo ihr zeigt, ihr unterstützt das Ganze. Die 20 Euro werden vollständig gespendet. Porto übernehmen auch wir. Das bedeutet, einfach 20 Euro mit eurer Adresse an Freunde senden, an die PayPal-Adresse in der Videobeschreibung und wir werden euch dann die Pins zukommen lassen. Das heißt, 20 Euro für den guten Zweck, damit unser Paradarts-Nationalteam in Schottland mitspielen kann, die WM. Das sollte auf jeden Fall jeder machen. Ich werde natürlich auch noch eine Summe spenden, ist ja natürlich ganz klar. Und gemeinsam unterstützen wir diese coole Aktion, würde mich sehr freuen, Leute. Das machen wir auf jeden Fall. Also 20 Euro und in die Anmerkungen der Überweisung packt ihr quasi eure Adresse und ihr bekommt den Pin ohne Portokosten zugeschickt. Ihr könnt euch dann ans Trikot dran machen und ich werde auch demnächst mit diesem Pin spielen. Ich habe meinen jetzt noch nicht bekommen, weil wir die erstmal an euch verschicken wollen. Wir gucken dann, welche übrig bleiben und die kaufen wir dann ab. Also das heißt, da spenden wir auch nochmal das Geld. Und es ist wirklich, wirklich cool hier, der Dartpalast, auch eine sehr schöne Location. Kann ich jedem empfehlen, der in Berlin ist. Und wir haben gerade schon so ein bisschen Dart gespielt zusammen alle. Es wird noch ein Turnier gespielt. Richtig, richtig cool. Nach der Öffnung hat dann die Gabi auch die Eröffnungszeremonie geleitet und gleichzeitig den neuen Nationalkader für die Paradarter vorgestellt und hat in diesem Zusammenhang auch noch die verschiedenen Stufen von Behinderungen erklärt, die in verschiedene Spielkategorien am Ende dann eingeteilt werden. Ja, also nochmal, ich heiße euch recht herzlich willkommen. Wir werden heute, denke ich mal, sehr viel Spaß haben. So, mit mir zusammen ist ja auch der Martin Schindler noch Botschafter und deswegen kommt jetzt gleich eine kleine Videobotschaft von ihm, weil er jetzt leider nicht hierher geschafft, weil er schon zur Super Series nach England fliegt. Und das geht natürlich vor, weil er muss ja selber auch sein Brot verdienen. Botschafter mit dabei sein durfte und das war mir echt eine Ehre, es ist echt schön, ein Teil davon zu sein. Ich hoffe, ihr habt einen echt schönen Tag. Macht's gut. So, wir haben jetzt auch Kevin, den aktuellen Dartspool Premier League Champion of the World, mit am Start. Wir werden nämlich jetzt gleich, es wird immer ein Paradarter mit einem Darter, also die haben jetzt Normalo-Darter gesagt, keine Ahnung, wie das jetzt politisch korrekt heißt. Aber kannst du mal kurz vielleicht den Spielmodus des Dip-Doppels erklären? Also Dip-Doppel, DYP heißt Draw Your Partner auf Englisch. Ist halt, dass vor jeder Spielrunde wird ein neuer Partner dir zugelost und dann werden die Partien auch ausgelost. Und du hast halt immer einen neuen Partner. Ist halt genau. Sehr interessant für das Turnier. Ich finde es auch geil, man mixt mal so ein bisschen durch. Ne? Das heißt, wir werden jetzt jede Runde neue Partner haben. Also wir können leider nicht zusammen, wir können immer nur gegeneinander spielen. Aber das wird auf jeden Fall auch interessant. Und ich muss sagen, das Event ist sehr cool, oder? Ich finde es sehr cool, ja. Es ist sehr nice. Da gibt es auch zwei Arten noch. Einmal gibt es nur die Art Dip-Doppel, wo du halt am Anfang deinen Partner kriegst und mit dem dann das Turnier durchspielst. Oder Mystery Dip, wo du halt jede Runde einen neuen Partner kriegst. Genau, das ist heute. Das, was wir heute Mystery spielen Dip, genau. Genau, und das macht sehr viel Spaß. Es ist immer ein schönes Event.
sehr viel Spaß. Auch gegen deine Freunde da, mit denen du normalerweise zusammenspielen würdest, dann mal gegen die zu spielen und sowas. Mit einem anderen Partner, den du gar nicht kennst. Vielleicht harmoniert es gut, vielleicht klappt es nicht. Es ist immer was Neues. Ich finde es auch sehr cool. Es gibt auch im Übrigen zwei etwas niedrigere Boards. Das ist dann, also die Rollstuhlspiele habe ich jetzt so verstanden, die dürfen sich entscheiden, auf welche Höhe. Es gibt viele, die spielen auf die normale Höhe, welche, die spielen auf die etwas niedrigere. Da wird das quasi so zusammen addiert, die Scores. Und wird auf jeden Fall sehr cool, Freunde. Ich freue mich sehr drauf und ich hoffe, Janni filmt mich gleich bei so ein paar Aufnahmen. Dann sehen wir uns da. Hier habe ich jetzt mal so ein bisschen mitgefilmt, wie das Ganze aussieht, wenn quasi die Teammates auf verschiedenen Boards spielen. Das war dann logischerweise in der Auslosung immer schon so gemacht worden, dass dann an diesem Board 10 hier, an dem ganz rechten Board, von den 1,73 Boards gespielt wurde, damit halt das 1,37 Board direkt daneben war. Und so konnte man sich super abwechseln und auf denselben Score spielen. So Leute, es gibt hier ein Nico Kurz Trikot und das werde ich wahrscheinlich kaufen. Also das aktuelle Gebot sind 250 Euro. Und ich denke mal, das wäre als Zusatzspende ziemlich nice. Also werde ich jetzt diese 250 Euro bieten. Die Darts, da wird schon drauf geboten. Auch wenn ich mit Nico befreundet bin und er mir auch so eins schicken würde. Aber es geht ja nicht darum. Ich werde auf jeden Fall das Geld bieten und das Trikot versuchen mitzunehmen. Okay, gesagt, getan. Ich habe jetzt 260 geboten und ich hoffe, das reicht. Bis später. Ja, hier sieht man mich jetzt in einem Spielchen und das ist nämlich genau die Situation, die ich eben angesprochen habe. Denn während ich wie immer auf 1,73 spiele, hat mein Partner in diesem Spiel auf 1,37 Meter gespielt. Und das Schönste in diesem Spiel ist eigentlich, dass wir das Spiel gewinnen konnten und es war für mich ein sehr, sehr schöner Moment. Und das Allerlustigste zu diesem Spiel, das erzähle ich euch am Ende des Videos, weil für unsere Gegner, beziehungsweise für einen unserer Gegner, ist das Ganze dann nicht so gut gelaufen durch dieses Ergebnis. So Leute, ihr habt jetzt ein paar Spielszenen gesehen. Es ist jetzt so, dass wir bis jetzt 4 Spiele hatten, davon konnte ich 3 gewinnen. Aber es sind auch schon, muss ich sagen, sehr, sehr schöne Momente einfach entstanden. Sehr coole Momente, die ich gemeinsam mit meinen Teamkameraden, die ja jede Runde zugelost werden, teilen konnte. Also sehr, sehr schön. Und gerade eben haben mir zwei der Spieler im Rollstuhl mal angeboten, mich auch in den Rollstuhl zu setzen und mal zu testen, wie sich das Werfen anfühlt. Und alter Falter, wirklich, das Board hängt zwar ein Stück niedriger und nämlich auf 1,37, aber ganz ehrlich, Leute, das ist mindestens genauso schwer. Überlegt mal, ihr müsst immer in die Position fahren, ihr müsst bremsen, ihr müsst immer gleich stehen und dann müsst ihr aus dem Sitzen einen guten Wurf machen. Es ist wirklich sauschwer, ich habe meinen höchsten Respekt und es ist einfach cool, dass Darts so etwas verbinden kann. Das ist einfach auf Augenhöhe funktioniert, weil am Ende des Tages spielen die Leute, die auf dem kleinen Board spielen, teilweise hier besser als die auf dem großen Board spielen. Und das finde ich einfach schön, muss ich sagen. Na, okay, da wurden jetzt gerade mal, wurde überboten mit 285. Da würde ich sagen, machen wir nochmal die 300 draus. So Leute, jetzt haben wir hier den Rolitzki, den Sebastian noch am Start. Hi. Hi Leute. Ich wollte dich mal schnell fragen, weil du hast ja auch Instagram und so. Das heißt, Leute, checkt auf jeden Fall mal Rolitzkis Instagram ab. Ach ja, ganz kurz Info noch. Ich habe das Nico Kurz Trikot bekommen für 300 Euro. Also, ich habe es geschafft. Nice. Ja, sehr nice. Darf ich dich fragen, wenn du es nicht beantworten willst, okay, aber wie kommt es, dass du überhaupt im Rollstuhl sitzt? Ich sitze im Rollstuhl, seit ich 3 Jahre alt bin. Ich bin jetzt 23, also seit 20 Jahren. Okay. Ich hatte 2 Gehirnbluten. Mhm. Aufgrund von Gehirnbluten und Sauerstoffmangel sind Nerven kaputt gegangen. Und deswegen kann ich nicht so gut laufen und brauche halt einen Rollstuhl für Fortbewegung sozusagen. Okay. Und wann bist du zum Thema Darts so richtig aufmerksam geworden und seit wann zockst du? Seit 10 Jahren zocke ich. Ja. Jetzt leistungsmäßig seit einem halben Jahr ungefähr. Okay. Und habe vorher aber auf 1,73 gespielt. Mhm. Musste mich jetzt umgewöhnen auch vom Wurf. Also jetzt bist du auf 1,37, ne? Auf 1,37, genau. Das hatte ich vorhin auch schon so ein bisschen erzählt. Genau. Und ja. Jetzt hoffe ich mal, dass wir bei der WM was reißen. Ja genau, Leute. Und wie gesagt, damit die Jungs und Mädels zur WM kommen und dass da alles gut ist, Leute, holt euch, ich habe es am Anfang erklärt, die kleinen Anstecker. Das ist wirklich 20 Euro, die ihr wirklich gut investiert. Jeder Cent, den ihr kauft, sei es T-Shirts bei Shorty Merch Shop. Genau, da gibt es auch noch. Genau. Sei es die Anstecker, das... Ihr unterstützt damit uns einfach, weil wir einfach auf die Spenden angewiesen sind. Und es wäre mega, wenn ihr da... supportet. Genau, Leute. Also wirklich, das könnt ihr euch ans Trikot machen. Ist ein cooles Accessoire. Wie gesagt, sobald die ganzen Anhänger verschickt sind und noch welche übrig sind, werde ich die sowieso übernehmen und dann habe ich auch endlich einen dran. Und ich habe mir jetzt noch das Nico Kurz Trikot geholt, auch noch als kleinen Support.
Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg in Schottland. Danke. Und ist auch deine erste große Dartsreise. Ist meine erste große Dartsreise. Ja, dann auf jeden Fall viel Erfolg. Danke. Und wir sehen uns. Kurz Trikot ist für 301 Cent weggegangen. Und zwar an Skopje. Am Ende gab es noch die Siegerehrung des Turniers, wobei natürlich auch der Sieg diesen Turnieren jetzt nicht wirklich im Vordergrund stand, aber trotzdem war es schön. Ich bin im Übrigen mit 5 Siegen und einer Niederlage nicht mal in den Top 3, während der Sieger 4 Siege und 2 Niederlagen hat. Also eine schlechtere Bilanz, weil das Lag-Verhältnis einfach so wichtig war. Janni ist zum Beispiel Dritter geworden. Ich müsste dann meiner Rechnung nach Vierter oder Fünfter geworden sein, weil Janni hat auch einen 5:1 Score mit ähnlichen Lags wie ich. Aber diesen Moment der Siegerehrung, vor allem mit dem Kommentar, der dazu reingerufen wird, den muss ich euch einfach zeigen. Ralf Grußmann wurde mir gewonnen. Ja, Ralf! Ralf, wegen mir bist du nicht Erster geworden. Und hier schließt sich der Kreis so ein bisschen, denn dieser Spruch wurde von dem Doppelpartner reingerufen aus dem Spiel, was ich euch gerade gezeigt habe. Und der hat mit diesem Ralf zusammengespielt, hat dann irgendwann nicht mehr ganz so gut getroffen und ich konnte das Spiel ja gewinnen mit meinem Partner und deswegen ist eben der Ralf nur Zweiter geworden. Und das Ironische ist, das letzte Spiel des Turniers habe ich dann mit einem Doppelpartner gewonnen, der das Paradarts-Ranking am Ende gewonnen hat. Das heißt, ich habe gegen den gewonnen, der nur Zweiter wurde. Deswegen der lustige Spruch. Und ich habe mit dem gewonnen, der dadurch Erster wurde. Das heißt, ich konnte zumindest im Ranking des Paradarts-Turniers noch entscheidend mit eingreifen. Wie gesagt, ist sowieso nur eine Nebensächlichkeit. Aber ich dachte, das wäre eine ganz lustige Story zum Erwähnen. Ja, das war wirklich ein sehr schönes Event. Wie das mit den Pins funktioniert, habe ich euch jetzt wirklich schon gut erklärt im Video. Das heißt, das werdet ihr auf jeden Fall hinbekommen. Da glaube ich auf jeden Fall ganz fest an euch, meine Freunde. Jetzt heißt es ein bisschen, die Leute unterstützen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Und wir sehen uns nächste Woche beim neuen Video hier wieder. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.